Ja, hallo Game Freaks, ich bin's, der W-Sammler 14. Hi, und ich habe für euch heute einen Kassenzettel vom Müller. Ja, ne, also, Kassenzettel ist langweilig, also, ne, also, es ist nicht der Kassenzettel alleine. Da steht ein Spiel drauf, das ich mir heute gekauft habe, und zwar ein neues 3DS-Spiel, Naruto Shippuden, A New Era, für den 3DS. Ich muss mir das Spiel einfach kaufen für 39,99. Ja, ich bin kein Naruto-Fan, falls mich jemand fragt. Ja, hier ist das Game. Nee, ich bin kein Naruto-Fan. Ich habe das Spiel nur gekauft. Ich wollte es einfach mal testen. Ich werde es dann, wenn ich es durchgespielt habe, wieder weiterverkaufen, denke ich mal. Ja, hier auf jeden Fall das Spiel und das mache ich jetzt mal für euch auf. Aber erst, also hier von hinten auf jeden Fall. Aber erst lese ich euch noch schnell vor, um was es hier geht. Naruto Shippuden 3D, The New Era, markiert einen Neubeginn der Serie und ist das erste Naruto-Game mit dynamischer und realistischer 3D-Optik. Als sich fünf große Nintendo kampfbereit machen, erfährt Naruto, was hinter Kagas seltsamen Verhalten verbirgt. Naruto macht sich daran, die kriegerischen Auseinandersetzungen, welche über das Land schwappen, zu beenden. Folge Naruto den Ninjas aus dem Tal der Blätter, ist ein atemberaubendes Abenteuer, in dem nichts ist, wie es scheint. Unterstützt Motion Controller, nutze das Nintendo 3DS-System, um feindliche Attacken auszuweichen. Schalte mit Hilfe der Shrengu-Codes Gegenstände und Charaktere frei. Entdecke die anderen Ninjas und wähle je nach 10 Charakteren aus, die dich im jeweiligen Level begleiten. Finde Sasuke in jedem Level und schalte den spielbaren Charakter frei. Okay, das war die Beschreibung. Das Cover gefällt mir auch richtig gut. Ja, und jetzt packe ich das mal auf. Okay, das Spiel hat eine USK 12, okay, wie eigentlich jedes Naruto-Spiel, okay, nicht jedes, aber fast jedes, ja, dann kommt es hier wieder mit diesem Comic-Teil, dann wieder mit der 3DS-Beschreibung, interessiert keine Sau. Und hier die Beschreibung von Naruto, das kann ich euch kurz zeigen, ja, wie schwarz-weiß, wie ich es gedacht habe, hier in schwarz-weiß, da stehen halt die ganzen, wie man das alles macht drinnen und wie man das Spiel startet und Charaktere, ja, und halt so ein Scheiß. Braucht auch keine Sau. Und dann haben wir hier das Game. Das packe ich jetzt hier auch mal raus. Hier das Game. Ja, die Hülle ist leer. Ja. Was in den USA immer besser ist. Da sind in diesen viereckigen Dingern Naruto-Zeichen drinnen und auch bei Zelda so Schwert und so, ja, das ist da besser. Ja, ich packe das Spiel wieder rein. Ja, ich freue mich schon, das Spiel anzuzocken. Habe aber jetzt noch nicht so viel Zeit, also ich werde heute Morgen und Samstag nicht dazu kommen, da ich da auf eine Beachparty muss bei uns im Dorf. Ja, aber das interessiert euch jetzt vielleicht wenig. Okay, das war's dann eigentlich von mir und diesem Game. Ja, ich werde es anspielen. Vielleicht mache ich dann mit von allen Spielen mal ein Recap oder so, wie gut es ist. Okay, das war's von mir und viel Spaß beim Zocken und tschüss, bis dann.